Die lachen hier schon im Publikum. Du hast mir beigebracht zu träumen ohne Schlafen. Keine Angst im Dunkeln zu haben. Ohne mit dem Fahrrad zu fahren. Obwohl ich dachte, ich kann das nicht. Du hast mir gezeigt, dass das Leben nicht schwarz-weiß ist. Dass es nicht nur richtig oder falsch gibt. Und dass ich nicht allein bin. Von dir weiß ich, was Liebe ist. Du sollst mit mir in meiner Höhle. Aus Deckenkipp auf mit dem Elefantenbuch und einem Glas Kakao. Fuck. Und wird mir diese Welt zu groß und alles kommt in mir hoch. Das Leben ist ein Vollidiot. Dann denk ich wieder daran und wenn ich mich frag, wieso und alles kommt in mir hoch. Träum ich mich auf deinen Schoß mit dem blauen Elefant. Du saßt mit mir in meiner Höhle aus Deckenkipp aus mit dem Elefantenbuch und einem Glas Kakao. Und wenn ich mich frag, wieso und alles kommt in mir hoch, freu ich mich auf deinen Schoß mit dem blauen Elefant. Mit dem blauen Elefant. Also ich finde, Songs brauchen öfter so ein Outro. Ja. Schön alle in eine Stimmung gesungen und dann wow! Ne, zuerst zum Elefanten singen und dann vor der Maus erschrecken. Oh Mann, ey. Darf ich eine Sache sagen? Ja, klar. Ja, klar. Also ich soll den Fantas einen Gruß von meinem Vater sagen. Sag ich deinem Vater auch einen Gruß von dem Fantas. Der steht da. Und Alvaro von meiner Oma. Ah ja, okay. Jetzt steht deine Oma hier. Und die alles soll kriegen mit Gruß von mir. Mit Gruß von mir. Achso, danke. Liebe Grüße zurück. Danke. Ja. Nee, aber erstmal, wie heißt du denn? Also ich heiße Marlene, ich bin 13 Jahre alt. Marlene. Und ich war vor 3 Jahren schon mal bei The Voice Kids. Oh, da war Lena back. In der Jury gewesen. Wirklich? In der 7. Staffel. Wow. Und ich bin nicht weitergekommen. Damals habe ich Leiser von Lea gesungen. Ich bin ganz, ganz begeistert. Ich bin dir total dankbar, dass du wiedergekommen bist und den Mut hattest, wiederzukommen. Ich glaube dir, was du singst. Und ich möchte dir natürlich sagen, dass du, wenn du Deutsch singen möchtest, natürlich in meinem Team Deutsch singen kannst. Ich bin auch großer Fan von vielen deutschen Künstlern und Liedern. Außer Vincent Weiß. Und den Vater. Ich fand das wirklich ganz toll und es wäre mir eine große Ehre, wenn du zu mir kommst. Vielen Dank. Ich hatte Gänsehaut, wirklich. Ich bin sehr beruhigt, weil wir haben jemanden gefunden, der unfassbar ist. Und du singst halt mit dem Herz und dann ist es egal, wie die Technik ist, weil dein Herz sagt dir, wie es gemacht werden muss. Ich weiß nicht, was es heißt, wenn deine Oma mir die Grüße gibt und dein Vater, die fand das. Aber ich weiß, dass trotzdem du hier einen weiten Weg machen wirst mit uns und wirklich Glückwunsch vom Herzen, dass du hier bist. Vielen, vielen Dank. Unfassbar. Marlene, du bist echt so ein Paradebeispiel dafür, dass es sich lohnt, wiederzukommen. Ne? Dass du hast an dir gearbeitet die letzten 3 Jahre, hast jetzt einen 4er-Buzzer. Das ist die Einstellung, die wir brauchen. Wo singst du ansonsten? Also ich habe Gesangsunterricht und manchmal singe ich so in der Stadt bei uns. Also ich gehe so mit einer Freundin in die Stadt eigentlich shoppen und dann stehen da manchmal so Straßenmusiker und dann frage ich die immer so, ja, ob ich auch mal ein Lied singen darf. Singst du da auch fröhliche Sachen? Ja, ich singe auch sehr gern englische Lieder. Ich sage nur herzlich willkommen im Team Michi und Smudo. Wow, 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 wow.
Also ich möchte auch erstmal noch was sagen, ja? Also Marlene, hi, erstmal herzlich willkommen. Vielen, vielen Dank für diese wunderschöne Performance. Ich habe mich, glaube ich, wieder mal als erstes umgedreht, weil gerade bei deutscher Musik, ich finde, man kann mit deutscher Musik super viel Gefühle transportieren und man wird sofort angesprochen. Und da fühle ich mich natürlich am, glaube ich, am wohlsten hier von allen, der mit deutscher Musik irgendwie erfolgreich geworden ist, wie auch immer. Aber ich würde dir gerne noch was schenken, das habe ich in meiner Jacke, ich hole das mal ganz kurz. Das hat nämlich eine Freundin von mir mitgegeben. Warte, ich bin gleich wieder da. Warte. Okay, er ist weg. Das ist jetzt aber schon wieder Bestechung. Ich kann es nicht entscheiden. Ja. Ich lasse mich nicht bestechen. Aber nur für Anwesend. Ja, ja. Das ist keine Bestechung, das ist nur eine kleine Aufmerksamkeit, weil eine Freundin von mir gesagt hat, wenn jemand da ist, der es haben soll, dann eine kleine Autogrammkarte von Lea. Das ist von Lea. Richtig, das ist für dich. Sie kann sich schon mal mitnehmen. Und ey, wenn wir jetzt schon gesehen haben oder gehört haben, was in 3 Jahren passiert bei dir, ne, von der 7. Staffel bis zur 10., ey, ich will gar nicht wissen, wo das dann in den nächsten Zeiten oder mit den nächsten Runden hinführt. Ganz kurz nur ein Lied einfach, damit du auch verstehst, dass das, was Vincent sagt, natürlich stimmt, aber nicht, der hier kein Alleinstellungsmerkmal hat. Ich sing dir jetzt was von Lea. Weißt du eigentlich, wie doll ich dich lieb hab? So doll, dass es überall schon drückt. Weißt du eigentlich, wie doll ich dich lieb hab? Einmal bis zum Mond und zurück. Das war sehr schön, Lena. Schön. Das war super schön. Ich würde... Also ich singe besser nichts von Lea. Nee. Ich würde ein Video abspielen. Ich würde gerne einfach so einen Tipp von... Jetzt packen wir aber aus hier. Ein Tipp von jemand von außerhalb der Jury. Weißt du, mit einer Perspektive von außen. Ich zeig's dir mal kurz. Also ich glaube, bis Alvaro mit seiner Aktion fertig ist oder mit seinen Gesprächen, ey, da wächst sogar mir ein Bart. Guck mal. Ja, und das okay. Ist... Hi, hier geht's, Marlene. Super gemacht. Das dauert. Guck mal. Hey, hier ist Lea und ich wollte dir nur kurz sagen, dass ich glaube, dass du unglaublich gut in Alvaros Team aufgehoben wärst. Der ist so ein unglaublich netter Mensch und so ein genialer Songwriter. Von dem wirst du ganz, ganz, ganz viel lernen können. Und ja, also nur ein kleiner Tipp von mir. Team Alvaro! Marlene, das hat er letztes Jahr schon gehabt. Das war. Das hat gar nichts mit dir zu tun. Das sind ja schmutzige Tricks. Was sind denn das für Taschenspielertricks? Ich finde es auch ein Programm von Lea. Ein Song von Lea, aber Lea selbst hat es gesagt. Bei uns gehst du Lea aus. Selber nicht schlecht. So, Marlene, wir haben sehr viel gequatscht. Nee, dazu muss ich jetzt nichts mehr weiter sagen. Du sollst natürlich nicht wegen Lea in ein Team von uns kommen, sondern in das Team, wo du dich am wohlsten fühlst. Soll ich einfach sagen? Ja, sag einfach. Mach kurz und schmerzlos wie ein Pflaster. Kommen da noch so Lichter oder muss, kann ich schon sagen? Wir machen dir den Effekt. Diddle, 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 diddle. Ich gehe zu Alvaro. Und das wegen der Grußbotschaft, die er zum 5. Mal abgespielt hat. Willkommen in Team Alvaro. Ist wie Weihnachten hier. Ja.